So, ja, jetzt. Yes. Alhamdulillah. Seitdem ich die angeschaltet war, deswegen. Kein Problem, Alhamdulillah. Aber er macht es auch gut, aber er muss noch angelernt werden. Inshallah, Alhamdulillah. Ja, inshallah. Barakallahu fik, Habibi. Bismillah. Bismillah, mashallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wir wollen heute بإذن الله عز وجل meine lieben Geschwister weitermachen mit Surat Al-Qalam. Weitermachen mit Surat Al-Qalam. Und wir hatten letzte Woche eine Einführung gemacht und uns mit den ersten Ayat von Surat Al-Qalam beschäftigt gehabt. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, wie die Sura aufgebaut ist, dass es sich nach den meisten Gelehrten um eine mekkanische Sura handelt, welche vor der Hijra offenbart wurde. Und nicht nur das, sondern eine sogar der sehr, sehr frühen Suren, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erhalten hat. Manche haben sie sogar als zweite Sura gezählt, manche als dritte oder als vierte Sura. Insbesondere der Anfang von Surat Al-Qalam. Und wir haben dann auch aufgezeigt gehabt, ja, warum Allah subhanahu wa ta'ala erstens bei Al-Qalam geschworen hat und gleichzeitig auch, worauf er geschworen hat und wie wichtig diese Dinge sind, auf die Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura schwört. Nämlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht besessen war. Und dass er einen Lohn hat, der nicht abgebrochen wird. Wir haben das alles besprochen gehabt, warum das so ist. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen gewaltigen Charakter hat, sodass Allah ta'ala das so zum Ausdruck bringt, als würde er auf den Charakter reiten. Also mit anderen Worten, als würde der Charakter ein Pferd sein und er kontrolliert dieses Pferd. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das hatten wir ebenfalls besprochen gehabt, fasatubasiru wa yubasirun, und sie werden sehen und ihr werdet sehen, bi ayyikumul maftun, unter welchem von euch der Maftun ist, der wir hatten, was? Ja, oder nicht der Zwietrachtstiftende, sondern der einer Fitne ausgesetzt ist. Der einer Fitne ausgesetzt ist. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über all das gesprochen hat, fordert Allah subhanahu wa ta'ala jetzt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, sich vor bestimmten Menschen fernzuhalten. Vor bestimmten Menschen fernzuhalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er fordert auch von ihm, dass er nicht nur sich vor ihnen fernhält, sondern dass er auch in keiner Weise Kompromisse eingeht, sallallahu alaihi wa sallam, in Bezug auf die Fundamente des Glaubens. So sagt Allah ta'ala, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. So gehorche nicht den Leugnern der Botschaft. Wer ist damit gemeint? Es gibt jetzt sehr, sehr viele Überlieferungen, in denen Namen genannt werden. Es wird gesagt, dass es Al-Akhnas ibn Shuraiq war oder Shariq. Ja? Es wird gesagt, dass es Al-Aswad ibn Abd Yaguth war, Abdurrahman ibn Al-Aswad. Aber die meisten sagen, es handelt sich hierbei um eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit in Mekka, der auch zu den Köpfen der Mekkaner gehörte und der Quraysh, nämlich Al-Walid ibn Al-Mughira. Al-Walid ibn Al-Mughira. Und all die Ayat, die jetzt kommen, beziehen sich auf genau diesen Al-Walid ibn Al-Mughira, der mit allen Mitteln versucht hat, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und seine Botschaft zu bekämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt dann auch genau 10 Eigenschaften von Al-Walid ibn Mughira. Jetzt haben wir diese Ayat, bei denen nicht ganz klar ist, wer gemeint ist. Aber die meisten Mufassirun sagen, es handelt sich wahrscheinlich um diese eine Person, Al-Walid ibn Mughira.
Wie gehen wir jetzt damit um? Heißt es, dass diese Ayat nur auf diese Person bezogen sind? Oder heißt es, dass jede Person, die über diese Eigenschaften verfügt, auch damit gemeint sein kann? Und hier gibt es eine wichtige Regel, welche wir im Tafsir haben. Und zwar, Al-Ibratu bi'umumi lafzi wa la bi'khusus al-sabab. Was heißt das? Kennt jemand diese Regel? Oder kann sie jemand erklären? Al-Ibratu bi'umumi lafzi wa la bi'khusus al-sabab. Was bedeutet das? Es kommt nicht, also worauf es ankommt, ist der allgemeine Wortlaut und nicht der spezifische Offenbarungsanlass. Worauf es ankommt, ist der allgemeine Wortlaut der Ayah und nicht der spezifische Offenbarungsanlass. Das heißt, es gibt Ayat im Koran, welche einen ganz konkreten Offenbarungsanlass haben. Bedeutet das jetzt, dass diese Ayah sich nur auf diesen einen Offenbarungsanlass bezieht? Oder bedeutet das, dass unter anderem das gemeint ist mit dieser Ayah, aber auch alles andere, was unter diesem Wortlaut fällt? Und die meisten Gelehrten sagen, ja, es kommt auf diesen allgemeinen Wortlaut an. Also wenn Allah Ta'ala jetzt hier über eine bestimmte Person spricht, Al-Walid ibn Mughira oder halt die anderen, dann heißt das nicht, dass nur sie damit gemeint sind. Dass das, was Allah Ta'ala hier vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangt, nämlich ihnen nicht zu gehorchen, nur auf diese eine Person beschränkt ist. Nein. Sondern es bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam niemandem gehorchen soll, der über diese Eigenschaften verfügt. Und das bedeutet für uns Muslime, dass wir es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gleich machen müssen. Also jeder, der diese Forderung stellt, die Quraysh dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gestellt haben, oder jeder, der über diese Eigenschaften verfügt oder ähnlich handelt, wie in diesen Ayat beschrieben wird, vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Und von dem müssen wir uns distanzieren. Und wir dürfen uns auf keinen Fall auf irgendwelche faulen Kompromisse einlassen. Lasst uns einfach mal diese Ayat jetzt anschauen, inshallah ta'ala. Und zwar Allah ta'ala, er sagt, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, so gehorche nicht den Leugnern der Botschaft. Worauf oder worin soll er ihnen gehorchen? Und zwar sagt Allah Ta'ala, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Sie möchten gern, dass du schmeichelst, so dass auch sie schmeicheln können. Was ist damit gemeint? Und zwar, die Mushrikun, sie haben dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Angebote gemacht. Die Mufassirun sagen, dass die Mushrikun dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgeschlagen haben, gerade so an der Anfangszeit, dass sie Allah alleine einige Zeit anbeten, aber er dafür auch bereit ist, ihre Götzen für einige Zeit anzubeten. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt hat. Wir haben noch andere Kontexte, in denen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam solche Angebote gemacht wurden. Wir kennen alle diese Geschichte, wo die Leute zu Abu Talib kamen und zu ihm sagten, dein Neffe, der stiftet viel Unheil in Mekka. Richte ihm aus, dass wenn er mit seiner Botschaft nach Macht strebt, wir ihn zum mächtigsten Menschen unter uns machen werden. Und sollte er nach Reichtum streben, so werden wir ihn zum reichsten Menschen unter uns machen. Und sollte er damit Frauen wollen, dann geben wir ihm die schönsten Frauen, der Quraysh. Und sollte er krank sein, dann werden wir ihn den besten und teuersten Arzt überhaupt besorgen. Und als dann Abu Talib zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihm das vorschlug und vortrug, was sein Volk ihm angeboten hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der ja diese Ayat kannte, Wallahi, la wada'u shamsi fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amr ma taraktuhu illa an yuzhirahu Allah aw ahlika duna. Bei Allah würden sie mir den Mond in die rechte legen und die Sonne in die linke, damit ich davon ablasse, würde ich das nicht tun. Außer, bis Allah Ta'ala es entweder zum Vorschein bringt, die Botschaft, oder ich vorher sterben sollte.
Was lernen wir daraus? Etwas sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister. Und zwar, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Kompromisse in den Fundamenten unseres Glaubens eingehen. Aber genau das ist es, was heutzutage passiert. Es gibt viele Muslime, gerade wenn es um den Bereich des Dialoges geht oder die Öffnung, die anfangen, klare Fundamente unseres Glaubens aufzugeben. Weil sie sagen, ja, wir müssen versuchen, eine gute Beziehung zum Staat aufzubauen. Wir müssen versuchen, miteinander zu reden und sind dann bereit, auch wirklich also Fundamente über Bord zu werfen und in Frage zu stellen. Wenn es beispielsweise darum geht, als Beispiel, nur ein Beispiel, ja, wie sehen wir das als Muslime? Ist der Islam wirklich für uns Muslime der einzig wahre Weg, der zu Allah führt? Da kann ich nicht als Muslim sagen, nein, es gibt viele Wege, die zu Allah führen. Den gibt es nicht. Es gibt nur diesen einen Weg. Und das ist der Weg der Propheten. Ich urteile nicht über die anderen, das müssen wir nochmal auch ganz klar sagen. Ich sage nicht, der ist jetzt im Paradies und der ist in der Hölle. Ich sage nur, ich als Muslim bin davon überzeugt, dass der einzige Weg, der zu Allah führt, der Weg ohne Umwege, ohne jegliche Umwege, ja, der Weg des Islam ist. Inna dina inda Allahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Ich kann hier keine Kompromisse eingehen, nur damit die anderen damit mir zufrieden sind und sagen, ah, der ist tolerant. Wer sagt denn, dass ich nicht tolerant sein kann, wenn ich nicht davon, wenn ich sozusagen, wenn ich davon überzeugt bin, ja, dass der Islam der einzige Weg ist? Der Islam erlehrt uns Toleranz. Er sagt uns, obwohl ihr davon überzeugt seid, dass es der einzige Weg ist und ihr sogar versucht, Da'wah zu machen und die Menschen einzuladen zu diesem Weg, müsst ihr die anderen in ihrer Religion respektieren und tolerieren. Und gut zu ihnen sein und gütig ihnen gegenüber sein. Das ist das, was der Islam uns lehrt. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, es ist sogar ein göttliches Gebot. Das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Ein Beispiel von vielen Beispielen, bei denen heutzutage von uns Muslimen verlangt wird, damit ihr gesellschaftlich akzeptiert seid, müsst ihr bestimmte Kompromisse eingehen. Aber ich kann als Muslim diese Kompromisse nicht eingehen. Das funktioniert nicht, wenn es um bestimmte Genderfragen geht. Das Thema, was heutzutage immer wieder diskutiert wird, ja, und wo gerade auch Druck ausgeübt wird auf die Muslime. Kann ich nicht als Muslim sagen, ja, ich gebe einfach nach und setze mich dann sogar noch für bestimmte Dinge ein, wo ich ganz genau weiß, dass es meinem Glauben widerspricht. Das funktioniert nicht. Und hier muss ich auffassen. Waddu lau tudihinu fayudihinun. Ja, sie wollen, dass du schmeichelst und sie auch schmeicheln. Dann kommt man sich näher. Aber was habe ich von all dem, wenn Allah mir zürnt? Was habe ich von all dem, wenn ich mich immer weiter entferne von Allah und wenn ich am Ende alles aufgeben muss? Weil wenn ich erst einmal einen Finger gebe, dann wollen sie meine Hand. Und wenn ich meine Hand gebe, wollen sie meinen ganzen Arm. Und irgendwann einmal bin ich assimiliert. Und es bleibt nichts mehr übrig vom Islam. Und das ist das, was viele wollen. Und im Übrigen, nur ganz wichtig, nicht nur hier in Deutschland, sogar in der islamischen Welt ist das so. Sogar in der islamischen Welt ist das so. Genau dasselbe. Und deswegen müssen wir aufpassen, auf der Hut sein als Muslime. Und müssen genau das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Und gehorche nicht den Leuten in der Botschaft. Nein, mach das nicht. Bedeutet das auf der anderen Seite, dass Dialog schlecht ist? Nein, ganz im Gegenteil. Dialog ist wichtig. Ja? Kann man keine Kompromisse als Muslim eingehen? Natürlich kann man Kompromisse als Muslim eingehen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist Kompromisse eingegangen. Aber nicht in Bezug auf die Fundamente des Glaubens. Das ist der Unterschied. Da müssen wir immer unterscheiden. Ja? Wir reden mit den anderen. Wir diskutieren mit den anderen. Wir führen Dialog mit den anderen. Allah verlangt das von uns. Sogar in bester Weise. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Und disputiert mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer jenen, die euch Unrecht tun. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. Und sagt, wir glauben an das, was auf uns herabgesandt wurde und an das, was auf euch herabgesandt wurde. وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Unser Gott und euer Gott ist einer und wir sind ihm alle ergeben. Das heißt, Allah verlangt von uns, hier auch mit den Menschen zu sprechen. Ja, und er erlaubt es uns auch, Kompromisse einzugehen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es in seiner Sira immer wieder getan. Er hat Verträge ausgehandelt, etc. Ja, als er in Medina ankam, hat er eine Wathiqatul Medina, ja, die Charta von Medina festgelegt, ja, eine Gemeindeordnung. All das hat er mit
mit Juden gemacht, mit Muschrikun getan. Ja? Also natürlich kann man interagieren mit den anderen, man muss es sogar. Unser Prophet hat gesagt, ja, ich habe im Haus von Abdullah ibn Jud'an ein Bündnis erlebt. Wenn man mich heute dazu einladen würde, würde ich als Prophet im Islam mich dem anschließen. Hilfe und Foto, wenn es um Gerechtigkeitsfragen geht. Ja? Und da sehen wir, natürlich, in all diesen Bereichen kann ich das tun, aber ohne meine Fundamente aufgeben zu müssen. Das ist das, was Allah Ta'ala hier klar verboten hat. Ibadah, meine Beziehung zu Allah, die kann ich nicht einfach über Bord werfen, nur damit man mit mir zufrieden ist. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das aufgezeigt hat, und hier seht ihr nochmal ganz wichtig, Alhamdulillah, der Islam ist eine Religion der Mitte, subhanallah, in jeder Hinsicht. Ja? Er sagt dir nicht, du darfst keinen Kontakt zu den anderen haben, du darfst mit denen nicht reden. Nein, er sagt, rede mit ihnen, debattiere, diskutiere mit ihnen, mach mit ihnen Verträge, auch in gesellschaftlich arbeitet mit ihnen für das Gute zusammen. Aber jeder hat seine Religion. Lakum dinukum waliya din. Eure Religion und uns unsere Religion. So einfach ist das. Das ist nicht schwierig, oder? Ja, aber so einfach ist das. Aber leider, ja, gibt es viele Muslime, leider, die das über Bord geworfen haben und angefangen haben, sogar Kompromisse in den Fundamenten des Glaubens zu schließen. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt das zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, verlangt Allah ta'ala erst einmal klar und deutlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, mit einem Menschen, der über diese Eigenschaften verfügt, nicht zusammenarbeiten sollte und sich vor ihm in Acht nehmen sollte. Und Allah Ta'ala erwähnt jetzt diese 10 Eigenschaften. Und ich hoffe, ich habe das jetzt hier gerade, weil ich habe ein Problem mit meinem Koran-Programm, subhanallah. Ganz kurz mal, ich muss schauen, ob hier, ich habe Internet, alhamdulillah. So, zurück, perfekt. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt klar und deutlich, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. So gehorche und gehorche keinem verächtlichen Schwörer. Hammazin masha'in binamim. Stichler und Verbreiter von Verleumdungen. Manna'in lil khayri mu'tadin athim. Verweigerer des Guten, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist. Wie geht's weiter? Utullin ba'da dhalika zanim. Ich habe das Problem mit dem. Einem von groben Benehmen und darüber hinaus einem Eindringling. An kana dha malin wa banin. Nur deshalb, weil er Besitz und Söhne hat. 10 Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt. Wer ist damit gemeint? Wie hieß der Mann? Wie hieß der Mann, der nach den meisten Fassilun jetzt hier gemeint ist? Al-Walid ibn Mughir. Aber all diese Eigenschaften, die können auch auf jede andere Person übertragen werden. Auf jede andere Person übertragen werden. Und wir wollen uns einfach mal, insha'Allah ta'ala, diese 10 Eigenschaften, die Allah ta'ala hier erwähnt hat über Al-Walid ibn Mughira, etwas näher anschauen. Allah ta'ala, er sagt, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Ein Halaf. Ein Halaf ist jemand, der immer wieder schwört. Immer wieder Allah Ta'ala als Zeugen benutzt für seine Lügen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns vor so etwas gewarnt. Und die schlimmste Form von Schwur ist jener Schwur, mit dem ich versuche, einem anderen Menschen sein Recht zu nehmen. Weiß jemand, wie dieser Schwur genannt wird? Ja, barakallahu fik. Al-Yamin al-Khamus. Die schlimmste Form von Schwur. Und zwar jener Schwur, der dafür sorgt, dass du ins Höllenfeuer eingetaucht wirst. Und das ist jener Schwur, mit dem ich versuche, einem anderen Menschen sein Recht zu nehmen. Und deshalb grundsätzlich, versucht nicht zu viel zu schwören. Ich weiß, gerade unter arabischen und türkischen Jugendlichen ist das ganz normal. Jedes zweite Wort ist ein Schwur. Macht das nicht. Ist nicht schön. Weil wenn ich schwöre, was bedeutet das? Das bedeutet, ich mache Allah zum Zeugen für meine Sache. Und wenn ich immer wieder schwöre bei jedem Satz, und das ist dann vielleicht eine Lüge, dann habe ich Allah Ta'ala zum Zeugen für meine Lüge gemacht. Alhamdulillah, Allah ist barmherzig und er sagt, La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah Ta'ala, er belangt euch nicht für, sage ich mal, al-lagwi, also unbedachten Schwur, wo ich nicht darüber nachdenke. Und Aisha sagte, das ist La wallahi, bala wallahi, so im Alltag, diese Sachen. Alhamdulillah, dass Allah barmherzig ist.
Aber grundsätzlich sollte ich trotzdem darauf Acht geben und nicht bei jeder Kleinigkeit immer schwören. Und schon gar nicht, wenn es sich um eine Lüge handelt, weil dann ist es wirklich Haram. Dann ist es wirklich Haram. Ja? وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافْ مَهِينْ. Verächtlich. Allah Ta'ala, er beschreibt hier Al-Walid ibn al-Mughira als jemand, der verächtlich ist. Er glaubt, er wäre etwas Besonderes, aber in Wirklichkeit ist er nichts wert. Allah Ta'ala, er benutzt dieses Wort Mahin noch in einem anderen Kontext im Koran. Weiß jemand was? Ma'in, Mahin. Also Wasser, was sozusagen verächtlich ist. Und damit meint Allah Subhanahu wa Ta'ala was? Ja? Nämlich das Sperma des Mannes, aus dem der Mensch erschaffen wird, wurde. Ja? Und das ist Mahin-Wasser, verächtliches Wasser. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, hier, guck mal, du glaubst, du wärst etwas Besonderes, aber du bist nur aus diesem Wasser erschaffen, aus dem auch jeder andere Mensch erschaffen worden ist. Du bist nichts Besonderes. Glaub nicht, dass du nur aufgrund deines Vermögens höhere Stellung hast bei Allah Ta'ala als jemand, der dieses Vermögen nicht besitzt. Und dann, Hammazin Masha'in Binamim. Was ist ein Hammaz von Hammaz? Es gibt einmal Hammaz und es gibt Lammaz. Wailul likulli humazatin lumaza. Ja? Hammaza, Lammaza. Was ist der Unterschied? Die Gelehrten haben gesagt, Hammaz ist jemand, der andere direkt ins Gesicht verspottet. Also er macht sich sozusagen lustig, der beschimpft sie direkt ins Gesicht. Und Al-Walid ibn Mughira wird hier als jemand beschrieben, dem alles egal war. Der hat die Leute einfach beschimpft. Er dachte, er wäre was Besonderes, ja, und dementsprechend kann er das den Leuten direkt ins Gesicht sagen. Und Lammaz ist jemand, der das hinter dem Rücken der Menschen tut. Lammaz ist jemand, der das hinter dem Rücken der Menschen tut. Und Hammaz ist jemand, der es direkt ins Gesicht der Menschen tut. Und beides ist verboten, beides ist schlecht. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beschreibt hier Al-Walid ibn Mughira als jemand, dem alles egal war. Er ist Al-Walid ibn Mughira. Keiner kann ihm etwas anhaben. Von dem entschelten kann er die Menschen beschimpfen. Und deswegen nimm dich in Acht davor. Wenn du glaubst, du bist jemand, der allen Menschen etwas austeilen kann und dir kann niemand was anhaben, pass auf. Pass auf. Allah Subhanahu wa Ta'ala steht über dir und ist seine Eigenschaft, die Allah Subhanahu wa Ta'ala aufs Äußerste verhasst. Aufs Äußerste verhasst. Und dann, Masha'im Binamim, er war ein Namam gewesen. Verbreiter von Verleumdungen. Ein Namam ist jemand, der versucht, Zwietracht zu stiften unter den Menschen. Das ist eine der schlimmsten Eigenschaften, die man sich überhaupt vorstellen kann. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, La yadkhulul jannata qattat. Nein, qattat ist ein Namam. Jemand, der Namime betreibt, wird nicht das Paradies betreten. Einmal kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an zwei Gräbern vorbei. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, innahuma la yu'adhaban. Sie werden beide bestraft. Wa ma yu'adhabani fi kabir. Aber sie werden für nicht große Dinge bestraft. Anna ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi. Was den einen betrifft, so hat er sich nicht gereinigt vom Urin. Nachdem er auf Toilette gegangen ist, hat er sich nicht sauber gemacht. Und was bedeutet das? Sein Gebet wird nicht angenommen. Und er wird dafür bestraft im Grab, subhanallah. Wa amma al-akhar fakana yamshi bayna an-nasi bin-namima. Was den anderen betrifft, so hat er immer Zwietracht gestiftet zwischen den Menschen. Ist zu dem einen gegangen, hat erzählt, was der andere über ihn gesagt hat. Und dann ist er wieder zu dem anderen gegangen, hat wieder ihn aufgehetzt gegen den anderen. Anstatt dass er versucht, Frieden zu stiften, zu versöhnen, macht er genau das Gegenteil. Und deswegen ist solch eine gewaltige Sünde. Allah Ta'ala, er will, dass wir was machen? Er will, dass wir Islah machen unter den Menschen. Dass wir versuchen, die Menschen zu versöhnen. Und zu den besten Taten überhaupt gehört was? Dass ich versuche, zwei verfeindete Parteien miteinander zu versöhnen. Allah Ta'ala sagt, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahi bayna an-nas. Es gibt nichts Gutes in ihren geheimen Gesprächen, außer jemand, der zu was aufruft? Zur Sadaqa, zu einer Spende. Versucht die Menschen zu motivieren, zu spenden. Au ma'ruf, oder zu einer guten Tat. Oder Islah bayna an-nas. Oder Versöhnung zwischen den Menschen. Darauf sollte ich als Muslim streben. Nimm dich in Acht vor dem Gegenteil, vor der Namime. Weil es ist eine gewaltige Sünde. Man na'in li khayr. Hält immer das Gute zurück. Ja, will nie sich beteiligen, wenn es um etwas Gutes geht. Im Gegenteil. Wenn zu Gutem aufgerufen wird,
dann ist er der Erste, der immer sagt, oh mein Gott, schon wieder zu Spenden aufgerufen. Ja, es gibt solche Leute, subhanallah. Auch in unserer Moschee gibt es solche Leute. Ja, sobald wieder jemand kommt, gerade im Ramadan, ja, und dann sind einige Leute genervt. Ja, jetzt rufen die schon wieder zu Spenden auf. Ja, was machen die überhaupt mit diesem Geld? Die haben keine Belege. Ja, die haben keine Belege, ja, dass irgendjemand Spenden veruntreut. Aber ich glaube dir nicht. Ja, guck mal, der hat sich jetzt ein Haus gebaut. Ja, guck mal, der hat ein neues Auto. Hast du irgendwelche Belege für das, was du sagst? Oder versuchst du einfach nur, die Leute vom Guten abzuhalten? Wenn du nicht bereit bist, Gutes zu tun, dann halt die anderen nicht davon ab, Gutes zu tun. Jemand, der immer nur das Gute zurückhalten möchte. Nicht für andere da ist. Mu'tad, der Übertretung begeht, immer wieder die Grenzen Allahs überschreitet. Mu'tadin Athim, ein Sünder ist. Ja, also all diese Eigenschaften, subhanallah, möge Allah uns bewahren von diesen Eigenschaften. All diese Eigenschaften vereint in Al-Walid al-Mughir, das muss ich mir vorstellen. Ja? All das, was Allah Ta'ala hier erwähnt, waren in einer einzigen Person vereint gewesen. Utullin, von einem groben Benehmen. Ja, hartherzig. Ja? Hat keinen guten Charakter, genau das Gegenteil vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Den Allah am Anfang der Sura beschreibt mit Wa innaka la ala khuluqin azim. Wenn die Leute, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, vor dir Angst haben, weil du ein schlechtes Benehmen hast, dann ist das kein gutes Zeichen. Und manche denken so, oh krass, die Leute respektieren mich, die haben Angst, ich teile was aus. Nein, das ist kein gutes Zeichen, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Da seid ihr sicher, Allah Ta'ala, er mag diese Eigenschaft nicht. Du bist ein Utul. Ja, du bist ein Utul. Ja, du bist grob in deinem Benehmen. Hartherzig. Hört mal, was Allah Ta'ala über unseren Propheten sagt, sallallahu alaihi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Guck mal, durch Barmherzigkeit deines Herrn bist du ihnen gegenüber weichherzig. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Wärst du hartherzig und hart in deinem Umgang, dann würde sie sich von dir distanzieren. بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم. Was ist ein Zanim? Allah Ta'ala, ja, also übersetzt wird es mit darüber hinaus einem Eindringling. Was ist damit gemeint? Inwiefern ein Eindringling? Und zwar wird gesagt, dass Al-Walid ibn Mughira erst im Alter von 18 Jahren zu den Quraysh gezählt wurde, weil er ursprünglich nicht zu den Quraysh gehörte. Es gibt auch die Meinung, dass er sozusagen ein uneheliches Kind war und dann sozusagen erst dann von seinem Vater akzeptiert wurde als eheliches Kind und angenommen wurde. Ja, also mit anderen Worten, ja, er ist in jeder Hinsicht jemand mit schlechten Eigenschaften. Und trotzdem bildet er sich etwas ein darauf. Und deswegen sagt Allah Ta'ala als zehnte Eigenschaft, ein kana dha mali wa banin. Nur deshalb, weil er Besitz und Söhne hat. Ja, er glaubt, er hätte den Anspruch, die Botschaft Allahs zu verleugnen, sich gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu stellen, den Propheten und die Muslime zu bekämpfen, weil er jemand ist, der viel Vermögen hat und viele Sünde hat. Das hat aber nichts zu bedeuten, gar nichts. Ja? Und es gibt Menschen, die sich leider darauf etwas einbilden, ja? Aber auch heutzutage bilden sich viele Menschen darauf etwas ein. Und leider wird das auch häufig so transportiert an die Jugendlichen. Ich habe mal so ein Video gesehen, so ein Kurzvideo von so einem Rapper, ja, der dann ein Polizist, der wurde von einem Polizisten, glaube ich, aufgehalten. Ja, und dann hat er sich dann so gesagt, ja, du machst es doch nur, weil ich bekannt bin und weil ich berühmt bin und du bist nichts. Wer war das gewesen? Flair. Was? Flair. Flair, keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Ich kannte ihn nicht, ja. So, also, ich kannte ihn nicht, ja. Also wenn er so bekannt ist, ich kannte ihn nicht. Gott sei Dank kannte ich ihn nicht. Ja. Und das sind Eigenschaften zu brauchen, die heutzutage den Jugendlichen beigebracht werden. Genau diese Eigenschaft. Ich bilde mir was ein, ich gehöre zu der Familie. Wer bist du? Ja? Du kannst mir gar nichts anhaben. Ja? Du kannst mir überhaupt nichts anhaben. Ich habe so und so viele Cousins. Wer bist du? Und sie glauben, sie könnten dann Unrecht tun und sich Dinge leisten. Nein, Bruder. Nein, bei Allah. Am Ende wirst du alleine vor Allah stehen. Wallahi, du wirst alleine vor Allah stehen. Weder deine Brüder, noch deine Cousins, noch deine Kinder, noch dein Vermögen, noch irgendetwas wird dir am jüngsten Tag etwas kriegen. Du wirst ganz alleine vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, Cousins zu haben und Alhamdulillah, Familie ist was Schönes. Aber das sollte ich nutzen für das Gute und nicht für das Schlechte. Das ist der Unterschied, ja? Ich sollte das nutzen, indem ich meine Familienbande pflege, indem ich Dauer mache mit meinen Cousins, sie versuche zur Moschee mitzubringen, ja? Sie zum Aufrufen, zum Spenden, dass wir da sind für die Moschee. Dazu ist es gut. Aber wenn ich das nutze, um andere abzuziehen, zu erpressen etc., dann ist das gar nicht gut. Dann ist das überhaupt nicht gut.
Ja, dann ist es genau das Gegenteil. Und am Ende, wie gesagt, wir werden alle vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Allah ta'ala wird uns zur Rechenschaft ziehen. Und jetzt, ja, kommt das Ergebnis. Was erlaubt er sich jetzt? إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der Früheren. Mit anderen Worten, ja, ich bin nicht bereit, diese Botschaft zu befolgen. Und was ist jetzt das Ergebnis? سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ Wir werden ihn mit einem Merkmal auf der Nase zeichnen. Okay, was ist damit gemeint? Erst einmal, wo steht denn hier das Wort Nase? Diese Aydin, die Arabisch kennen. Was heißt denn Nase auf Arabisch? Anf. Was heißt Khurtum? So ein Rüssel, Schlauch. Allah Ta'ala, er sagt nicht, ja, senasimuhu ala anfihi, ja, oder ala al-anf, sondern er sagt, senasimuhu ala al-Khurtum. Ja, wir werden ihn auf seinen Rüssel, ja, ein Merkmal setzen, ein Merkmal zeichnen. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja, er will hier etwas zum Ausdruck bringen. Dieser Mensch, der glaubt, er wäre etwas Besonderes, ist alles andere als besonders. Und Allah Ta'ala, er bezeichnet seine Nase nicht als Nase, sondern er bezeichnet seine Nase als Rüssel. Um aufzuzeigen, das, was du dir einbildest, das verdienst du nicht. Und du wirst gekennzeichnet werden in der Dunya und im Akhira. In der Dunya, und hier gibt es verschiedene Meinungen. In der Dunya, in dem dein Gesicht schwarz wird. Also im Sinne von, du strahlst kein Licht aus. Oder es wird auch gesagt, dass derjenige, der mit dieser Ehe gemeint ist, in der Schlacht vom Badr dann gekennzeichnet wurde an seiner Nase. Allahu Alam, ja, diese Überlieferung. Es wird auch nicht gesagt, wer damit gemeint ist, ob Al-Walid ibn Mughira oder jemand anderes. Ja? Oder dass damit gemeint ist, dass er am jüngsten Tag gekennzeichnet wird. Sodass man am jüngsten Tag weiß, es handelt sich hierbei um einen Verleugner der Botschaft. Und dass ihm das jeder in seinem Gesicht ansieht. Und am jüngsten Tag, meine lieben Geschwister, werden die Menschen ohnehin gekennzeichnet. Und man wird die Menschen erkennen. Es wird Menschen geben, die tragen am jüngsten Tag einen Banner in ihrer Hand. Und wisst ihr, was auf diesem Banner steht? Die müssen das in ihrer Hand tragen. Die wollen gar nicht, aber sie müssen. Wisst ihr, was da drauf steht? Radr, Khain. Verräter. Schau mal, ein Verräter, der macht das ja meistens heimlich, oder? Ohne dass es jemand merkt. Und am jüngsten Tag, subhanallah, wird dieser Verräter gekennzeichnet sein. Durch was? Durch eine Fahne, die er in der Hand hält. Und dann steht er drauf, er muss damit rumlaufen. Ja? Khain. Stell dir das mal vor, was für eine Erniedrigung. Die Hochmütigen werden am jüngsten Tag ebenfalls gekennzeichnet. Wisst ihr wie? Sie werden klein sein wie Zwerge. Subhanallah. Guck mal, der dachte, er wäre was Besonderes. Und am jüngsten Tag treten alle auf ihn rauf. Er hat in der Dunya auf andere sozusagen, ja, hinabgeschaut. Und in der Dunya werden die Menschen auf ihn hinabschauen. Das ist unglaublich. Man wird gekennzeichnet. Jemand, der Gutes getan hat, wie beispielsweise den Adhan ausgerufen hat, was wird mit ihm sein? Was ist mit einem Muezzin? Wie wird er gekennzeichnet? Ja. Er wird einen langen Hals haben, subhanallah. Ja, er hat in der Dunya immer wieder die Menschen zum Gebet eingeladen und am jüngsten Tag kriegt er dieses Zeichen, diese Auszeichnung, langen Hals, subhanallah. Ja, das ist der Tag, wo jeder jeden erkennen wird. Ja, und es wird Menschen geben, die Allah dafür bewahren, ja, welche ihre Eingeweide aus ihrem Magen quellen. Und sie werden um ihre eigenen Eingeweide herumlaufen wie ein Esel, der gebunden ist an ein Rad, um das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Und die Leute werden ihn fragen, was machst du da? Du bist doch derjenige, der uns immer zum Guten aufgerufen hat in der Dunya. Und der uns immer gesagt hat, das ist Haram, mach das nicht. Wie kann das sein, dass du dich in diesem Zustand befindest? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass dieser Mann sagen wird, ja, ich habe euch zum Guten aufgerufen, aber es selbst nicht praktiziert. Und ich habe euch das Schlechte verwehrt, aber es selbst gemacht. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Ja, gerade für die Prediger, ich bin hier ganz vorne, ja, und all diejenigen, die predigen und die Menschen zu etwas aufrufen, achtet darauf, was ihr tut. Du wirst gekennzeichnet am jüngsten Tag.
Und das ist genau das, was Allah meint. Die Menschen werden gekennzeichnet sein. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ der Dunya und der Akhira. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister, über Al-Walid ibn Mughira oder Leute, die ihm ähneln, gesprochen hat, bringt Allah ta'ala jetzt den Quraysh eine Geschichte. Und ich wollte eigentlich diese Geschichte heute mit euch besprechen, aber ich merke, die Zeit wird knapp. Und wir haben uns doch länger aufgehalten mit den Ayat, als ich es gehofft habe. Und nur kurz zurück zu dieser Geschichte, inshallah ta'ala. Diese Geschichte ist eine Geschichte, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die Geschichte spricht, die den Quraysh bekannt gewesen war. Und zwar ging es um die Geschichte von drei jemenitischen Männern. Drei jemenitischen Männern, die in einer Stadt gelebt haben, im Jemen. Sie waren wahrscheinlich Juden oder Christen gewesen. Man geht aber davon aus, dass sie Juden gewesen waren. Und die von ihrem Vater einen Garten geerbt haben. Und daraufhin vorhatten, nicht mehr das zu praktizieren, was ihr Vater gemacht hat, nämlich die Bedürftigen mit einzubeziehen. Und allein dieses Vorhaben, was sie hatten, hat dazu geführt, dass Allah Ta'ala ihnen den Garten genommen hat. Und in dieser Geschichte, die so vorgefallen ist und die wahrscheinlich den Quraysh auch bekannt gewesen war, will Allah subhanahu wa ta'ala jetzt die Quraysh warnen. Und ihnen zeigen, guck mal, wenn ihr genauso undankbar seid gegenüber Allah wie diese drei Männer, dann kann euch genau dasselbe geschehen. Diese Geschichte, inshallah, weil in ihr wirklich sehr, sehr viele Lehren liegen, möchte ich sehr gerne nächste Woche, inshallah, dann ausführlicher behandeln. Ich weiß, das zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge. Aber ich denke einfach, dass wir auch diese Zeit nehmen sollten, um inshallah auch zu profitieren von den Ayat. Und werde sie dann inshallah auf nächste Woche dann verschieben. Bi'iznillahi azza wa jal. Lass uns an dieser Stelle abschließen. Bi'iznillahi azza wa jal. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر